Ja, also mein Name ist Kevin Lindner, bin 34 Jahre alt und Sportler, Extremsportler. Hatte einen Arbeitsunfall vor 10 Jahren knapp, durchs Gerüst gebrochen, 10 Meter abgestürzt, dadurch ein inkompletter Querschnitt, TH11-12. Ich war dieses Jahr bei den X-Games dabei, bin bloß bis zur Qualifikation gekommen, aber halt bin der erste deutsche Rollstuhlfahrer gewesen. Also Lebensqualität bedeutet für mich selbstständig sein. So viel wie möglich alleine machen, ohne auf Hilfe großartig angewiesen zu sein, weil das ist das, was einen eigentlich noch ein bisschen Auftrieb gibt. Was einem immer wieder Selbstbewusstsein gibt, was ihn stark macht. Weil jemand, der nicht im Rollstuhl sitzt, der versteht das nicht, wenn er nicht unbedingt Hilfe braucht. Also den Ventus, den habe ich ja jetzt schon ein paar Wochen. Und das, was er bis jetzt durchgemacht hat, sind halt die ganz normalen Alltagsdinge. Einkaufen gehen, mit dem Hund Gassi gehen. Ich habe fast jede Woche einen Crash. Ja, fast jede Woche mit dem Rollstuhl. Ich schmeiße mich entweder im Wald raus oder halt bei ganz alltäglichen Dingen. Schneidebrett auf den Schoß, man schneidet vielleicht gerade Wurst oder sonst irgendwas, guckt den Fernseher, kriegt ein bisschen leicht Übergewicht und schon flatscht man nach hinten um.